Moinsen, Leute! Herzlich willkommen bei der Planer! Ja, wirklich Moinsen, wir haben jetzt... Ups, Entschuldigung, scheiß Mikro. Wir haben jetzt 3.40 Uhr in der Nacht. Heute ist Dienstag, der 23. August 2011 und ich bin gerade heftigst von einem Gewitter hier bei uns aus dem Bett geschmissen worden und jetzt bin ich hellwach und kann nicht mehr pennen. Und dann habe ich mir gedacht, ist in Ordnung, ich mache mal ein bisschen Planer mit euch. Besonders, da ich jetzt viele Kommentare und E-Mails von euch zum Planer bekommen habe, da möchte ich mich schon mal bei GigaGames21 bedanken und bei Antelful oder Antiful herzlichen Dank für eure Kommentare. Und da hat mir der liebe Antelful. Achso, wenn ihr euch hier noch ein Donnern so hören solltet, hier ist noch Gewitter im Gange. Deswegen kann ich nicht pennen. Gucken wir mal. Er sagte, dass ich mal im Bürocomputer gehen soll. Und da wartet dann eine Überraschung auf mich. Gucken wir mal zusammen, was es für eine Überraschung ist. Ja. Gucken wir mal. Ja, also. Gewitter hier. Und wir gucken aber erstmal nach. Ach, Aufträge. 23, na komm, nehmen wir. Also, Tankwagen haben wir genug. 24, komm. Milch, lecker. Jetzt ein schönes, kaltes Glas Milch am Morgen. Geilomat. Wein, Bonn, Bochum. Na, ich bin mal nicht so. Okay, gucken wir mal. Was sagt er jetzt? Hier den schönen Tipp, du musst auf dem Computer in deinem Büro das Bild mit der Chart klicken. Firmenübersicht. Ja, gucken wir mal. Das ist das. Und dann sagt er dort, lass dich überraschen. Klicke oben auf das Minus oben links in der Ecke. Status. Ah! Hey, danke! Das kannte ich noch gar nicht. Gucken wir mal. Gefordert, Bestand erfüllt. Das ist nicht schlecht. Danke für den Tipp. Den kannte ich noch gar nicht. Das ist ja Geilomat. Gefordert, Bestand, Status fehlt. Ja, der wird dann wahrscheinlich noch der ist noch unterwegs. Anforderungen erfüllt. Nee, das heißt nicht. Aha, Moment mal. Ah! Das sind die F... Ah, ja, jetzt merke ich schon. Das sind die Silofracht. Also die Silos, die dürfen wir nicht verkaufen. Da müssen wir sogar noch was einiges ausbauen. Okay. Vertrag mit Reedereien. Ist einer erfüllt? 1 von 1. Genialomat. Das ist ja... Okay, gefordert 1 kriegen wir dazu, davon haben wir 2, da müssen wir nichts machen. Ah! Hehe! Hier sind genau die Anforderungen, wie ich das gerade sehe, die von unseren Chefs von uns gewollt werden wollen. Also... Das ist ja krass. Ich bin gerade sprachlos und erfreut zugleich, ihr merkt schon. Kühlfracht sind 15, davon haben wir 44. Okay, wir müssen Silo auf, weiter ausbauen, Silo-LKWs kaufen. Tankfracht haben wir zu viel. Das ist ja genial. Dann werde ich doch gleich mal 2 Silo-LKWs kaufen. Also, herzlichen Dank an Antelful oder Antiful. Also, ich kann das gerade hier nicht entziffern. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf Kauftour. So. Da macht mir das Spielen doch gleich wieder mehr Spaß. Und wenn man so wie es aussieht, geht es wirklich nicht darum, hier erstmal Geld zu machen, wie anfangs vermutet, sondern wirklich, die LKWs auszufüllen. Also auszufüllen, nein, die Kapazitäten, jetzt weiß ich es.
Ja, das habe ich echt nicht gewusst. Also dann sollte man vielleicht mal testweise mal den Spielstand, werde ich vielleicht gleich mal einladen von dem ersten Monat. Davon habe ich ja noch den Speicherstand. Dann könnte man da mal gucken, was die da von uns wollten. So, Ladung versichern und weg damit. Ja, kriegen wir hin. Alles klar. Milchmix. Ja. So, wohin fährt der? Der fährt nach Bonn. Dann könnte er doch wieder zurückfahren nach Bochum. Okay. Alles klar. Wisst ihr, was ich jetzt mit euch mal machen werde? Wir werden jetzt einfach mal hier mal speichern und dann euch mal wirklich meinen alten Speicherstand einladen. Also, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wer es noch nicht kennen sollte, wie man hier speichert. Ja, da müssen wir mal alte Spielstände. Ach, die Tastatur hier mal wieder. Na, Spedition Meier haben wir sogar noch ein paar Spielstände. Und ich bin dafür, dass wir mal ältere Drive-OKG-Spielstände löschen. So, erstmal Spielstand löschen, und habe ich gesagt, den 9. Alles klar. Jetzt können wir erst wieder einen neuen Speicherstand speichern. Machen wir gleich. So, jetzt laden wir mal wirklich einen von Spedition Meier, am besten mal den letzten. Oder den vorletzten, den wir noch da haben. Dann gucken wir mal gleich nach. Ja, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise zurück, also muss ich mir jetzt mal gönnen. Ja, also nicht erschrecken. Wir sind jetzt wieder zurück in der Spedition Meier, in unserem alten Auftraggeber. Wir wollen jetzt nur einmal gucken, welche Aufträge wir eigentlich, Anforderungen wir hätten erfüllen müssen und es nicht getan haben. So, also wir kümmern uns nichts um die Papiere. Info. Ach so, wartet mal. Ja, klar. Ah, ich kann ausspeichern. Okay, wusste ich auch noch gar nicht. Ich sollte mal den Computer besser hier durchgehen. So, Status. Ah, guckt mal, guckt mal, guckt mal. Wir hätten noch den Pritschengliederzug ausbauen müssen und den Sattelzug hätten wir noch einkaufen müssen. Reedereien hätten wir noch jeweils und Fluggesellschaften jeweils ein, zwei Verträge erfüllen müssen. Ansonsten, das war's. Okay. Da bin ich doch jetzt mal geneigt, wirklich mal vielleicht den ersten Monat demnächst mal nochmal neu zu spielen mit euch. Okay. Das war die Zeitreise zurück zu unserem ersten Arbeitsgeber. Wir reisen jetzt wieder zurück in die Zukunft, laut KG. Spielstand laden. 22.02. Zackig knackig. Und jetzt sind wir zurück in die. Ach. Du DOS-Box, du. Ja, nee, so. Also echt nochmal vielen Dank mit dem Tipp. Ich sollte mich mal echt mal mit dem Computer auseinandersetzen. So, jetzt wissen wir endlich mal, was unsere Chefs von uns wollen. Also, was habe ich gesagt? Wir müssen ausbauen Silo, ne? Ich gucke nochmal nach. Jetzt, wo wir es wissen. Status. Sattelzug hätten wir gar nicht kaufen müssen. Also wer. Okay. Gefordert sind 75. Da werde ich am besten mal noch zwei Silos kaufen. Also die müssen wir auf jeden Fall haben. Gut zu wissen. Ich bin jetzt echt perplex. Und sprachlos. Aber gut, dass wir das jetzt wissen, was wir brauchen. Also werde ich zwei davon kaufen. Und dann bin ich mal gespannt, was unsere Chefs dann zu uns sagen, wenn der Monat rum ist. Wenn wir dann gefeuert werden, also, ach cool, die 2 Monate rum sind, wenn wir dann gefeuert werden, dann kann man ja später immer noch die dritte Firma anfangen. Ja. 13, wartet mal, gibt es sogar einen Anhänger dafür, für Silo?
müssen haben 75. Was haben wir gesagt? 53.000 haben wir. 53 meine ich. Ja. Dann könnte man den noch kaufen. Dann kann man zur Not immer noch den Auflieger wechseln. Alles klar. Können wir den noch kaufen? 13.000. Ach, 13. Wie kommen wir auf 13.000? 11. Wartet mal. Ja, hier waren wir ja gerade gewesen. Man sollte sich auch mal merken. Ja, wir haben geschlossen. Ich fahre nochmal auf die Autobahn. Also meine Mission lautet jetzt erstmal hier ein bisschen die Händler abklappern, abfahren. Da haben wir noch einen. 31 sogar. Ich würde sagen, wir kaufen dann zwei Lastzüge nochmal. Ja, ihr habt ja gesehen, wir müssen die FE aufstocken. Und mir ist jetzt erstmal egal, welche Daten die LKWs haben. Wird nach Bonn geliefert. Können wir den noch mitnehmen, dann... Und einen können wir dann immer wechseln. So, wo ist meine Firmenzentrale hin? Autobahn. Bahnhof. Ja, da wollen wir jetzt hin. So, damit haben wir einen Unfall. Terroristen entführten wieder eine Maschine auf dem Weg nach Bonn, von Bonn nach Düsseldorf. Der Ladung auf dem Flughafen Düsseldorf konnten 83 Passagiere befreit werden. Die Terroristen zündeten anschließend mehrere Bomben im Flugzeug. Der Flughafensprecher konnte nicht sagen, wie die Bomben an Bord gelangen konnten. Ja, die sollten mal langsam mal diese, Sicherungsmaßnahmen auf den Flughäfen. Okay. So. Also, Eddie. Silo verkaufen wäre der falsche Weg gewesen. Die müssen wir behalten, sogar ausbauen. Das heißt, wir werden jetzt mehr auf sie auch Express-Silo-Frachten machen. Auch wenn das kein Geld bringt. Oder so gut wie wenig Geld. So, gucken. Jetzt haben wir natürlich... Oh, Aufträge, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Ist mir jetzt egal, ob 401. Wir müssen... Biofarbe, 25. nehmen wir auch. Ach, wir haben, glaube ich, noch hier... Das, so ein Ding müssen... Nee, da können wir... Vernichten wir jetzt erstmal. Gut, nehmen wir jetzt alles. Heizöl. Also, wir müssen die Silo-Transporte machen. Komme, was wolle. Da bestehen unsere Chefs drauf. Habt ihr ja gesehen. Schwefelsäure, komm, kriegen wir auch noch weg. Ja, okay. Die Ausgaben müssen jetzt sein. Zur Not können wir eventuell einen Tanker verkaufen oder einen Kühler. So. Ach, ich bin immer so ein Laptop. So, mal gucken. Firma. Ja, wunderbar. Silo-Frachten haben wir erfüllt. Wir haben sogar mehr als gefordert. Wunderbar. Dann sollten wir ja zum... Und wir sollten mit Reedereien Vertrag abschließen. Haben wir gemacht. Also, und ob wir was damit liefern oder nicht, ist wohl egal, so wie es aussieht. Jo. Dann hoffe ich mal, dass es das war. Und jetzt können wir uns aufs Geldeinnehmen konzentrieren. So, erstmal Silo. Auch wenn wir jetzt hier ein dickes Minus haben, fast an die Million dran. Also, Eddie.
Wir haben falsch gelegen. Hätten wir die Silos verkauft, dann hätten wir sogar genau das Gegenteil von dem gemacht, was unsere Chefs wollten. Also du siehst, wir mussten sogar Silos kaufen. Also müssen wir jetzt wirklich jeden Silo-Auftrag nehmen, der da ist. Egal, ob 400 € D-Mark oder nicht. Die machen wir jetzt, weil wir haben genug Kapazitäten. Wir haben zu viel sogar davon. Aber du hast ja gesehen, unsere Chefs wollen macht mehr Silo. Gut. Wenn das die Chefs wollen, dann machen wir's. Und jetzt müssen wir die Firma geldtechnisch auf Vordermann bringen. So. Eben gucken, was muss denn. Der muss. Die 25. Mal eben gucken. Da war doch einer, der muss bis morgen da sein. Da war er 9 FE. Der muss auch. Der muss auch. Okay. Nee, der muss bis zum 23. Gut. Faxen wir den weg. Ach, ich hab vergessen, das Ding zu versichern. Soll vorkommen. Ja, der muss auch weg. Ladung versichern. Faxen. Weg damit. Okay, das Gewitter scheint auch weg zu sein hier bei uns. So, dann mache ich nämlich dieses kleine Videochen und danach geht's wieder ab in die Haia. Weil das Gewitter hält mich jetzt schon seit 2 Uhr hier auf Trab, du. Okay. Halbe Stunde vor, noch ein Tor. Dann gehen wir den Fuhrpark runter und schicken unsere LKWs weg. Also. Und da war jetzt schon mal die. Jauche, ist egal. Muss bis zum 4. Ich bin dafür, dass wir dieses hier wegschiffen. So. Also. Jetzt haben wir die Anforderungen unserer Leute erfüllt. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp. Da spiele ich das Spiel jetzt schon so lange und habe das gar nicht rausgefunden, obwohl ich das Spiel mit Gebrauchsanweisung habe. Aber man lernt nie aus. Dann werden wir gleich noch ein bisschen mal Expressfracht hier in den Silos hier annoncieren. Wird pünktlich erscheinen. Weil Silokapazität haben wir mittlerweile genug. Da kommt Frachtart. Können wir Tank machen, annoncieren. Express, Frachtart und Kühl annoncieren. So. Na, ein Monat ist schon fast rum. Keine Neuigkeiten. C-Fließenverkehr wurde gestern von vielen Autobahnen gemeldet. Also, ja, das ist ja heutzutage ja zur Genüge. Weil unsere Autobahnen, die kriegen ja die Massen der Autos nicht mehr in den Griff. So, und jetzt versenden wir jetzt alles. Ach, den haben wir auch noch. Den müssen wir auch noch loswerden. Ja, okay. Bonn siegen. Ab dafür. Akzeptieren. Da müssen wir dann auch mal wieder ein paar Fahrer einstellen. Auftrag nehmen und ab damit. So geht das hier. Heizöl weg. Akzeptiert. Heizöl ist gefahren. Gut. Versicherung weg damit. Akzeptieren, ADR-Schein und weg. So, was haben wir noch im Angebot? Den haben wir noch im Angebot. Steaks. Wartet mal eben. Anhänger wechseln. LKW wechseln. Okay, dann nehmen wir die Kombination. Oder besser gesagt noch die hier.
Wegner. Also Kühlfrack ist ja kein Gefahrengut, es sei denn, er hat da Aliens hinten drin, die zu irgendwelchen Versuchszwecken nach Area 51 gefahren werden müssen, aber solche Aufträge haben wir zum Glück nicht. Ja, ja. Ich spiele zu viel UFO. Haben wir noch was in Auftrag? Nein, den haben wir noch. Mal gucken. Ob ich den noch loswerde. Kann sein, dass wir dafür Strafe zahlen müssen. Bonn, ja, hier Wehofner, ich möchte einen Auftrag verkaufen, aber Sie möchten keinen, alles klar. Bonn, ich möchte auch nochmal einen Auftrag. Das kann auch sein, dass wir da schon... Komm, Köln ist auch noch in der Nähe. Wehofner, möchte ihn auch... Ah! Komm, nimm, annehmen. So, dann haben wir den auch weg, also... Ja... Das sieht doch schon mal ganz gut für uns aus. Also wenn noch jemand von euch solche Tipps parat hat und sagt, du Wehofner, ich weiß hier noch eine Funktion, die hast du noch gar nicht in dem Spiel angesprochen, dann bitte her damit. Solche Tipps kann ich ganz gut gebrauchen. Wie gesagt, ist ja nicht nur für mich, dass ich dann lerne, ist für uns alle. Weil ich habe auch sehr viele Leute, die das Spiel ja noch aus Kindheitstagen kennen und das mal angefangen haben und damit nicht klargekommen sind. Ist ja nicht nur für mich hier, dass ich lerne, ist auch für euch alle. Also, was ist das? Natronlauge, kommt, nehmen wir mit. Jetzt bin ich mal risikobereit hier. Und nehmen wir auch mit. Also. Immer neuer mit den Tipps. Wartet mal. Radio HD2. Mit den aktuellsten Verkehrsnachrichten. Eine Baustelle behindert den Verkehr auf der Autobahn. Siegen-Bochum. Siegen-Bochum, ja. Die könnten auch mal sagen, ob das jetzt die A1 ist oder sowas. Oder A3 oder so. Naja, ist ja jetzt egal. Das hätte man auch ein bisschen realistischer machen können. So, gucken wir mal. Wir haben das. Das. Nein, das nicht, aber das. Oh, 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 oh. Gut, dann muss ich gleich mal in den Fuhrpark rasen. Ob wir noch was haben. Ansonsten müsste ich den gleich zufaxen und dann sagen, Kollege, fahr mal etwas schneller. Auch wenn uns dann die Polizei, Bußgeld aufbrummt. Okay, das Gewitter scheint jetzt ganz vorbei zu sein. Ja, nee. So, wir haben sogar noch einen Tankwagen. Das geht doch hier, du. Weg, Auftrag nehmen. Akzeptiert. Sicherheitshalber mal ADR nehmen. Hier ist sogar Gefahrenguttransport. Bitte Auftrag nehmen. Mettwürstchen, Bauer Goralski. Ach, er wieder. Der verfolgt uns auch immer. Jetzt wieder von Bonn nach Koblenz. Das war ja der im ersten Teil in der ersten Staffel nicht so schnell gezahlt hat, wie wir wollten. Naja, wir sind ja keine Unmenschen. Auch der Bauer Goralski darf wieder mit an Bord. So, ich fahre mal kurz nach Hause. Weil ich habe da so ein Gefühl, als wenn wieder irgendwas heute wäre.